Format. Ja, schon wieder, also. Das ist ja fast noch, aber diese Tore da einmal hinter. Naja, das ist das doch. Wir müssen da weg. Thank you.
Das liegt an diesen Ballettschuhen. Tätigkeit, sag mal. Oh, rot. Also das weg, Urziger, Mensch. Kann doch nicht. Beide oder was? Geh weg von dem Mann. Mensch, wenn der das schon so rumbrüllt. Kreisklasse ist das. Nicht mal da. Das ist wieder eine Tätigkeit. Also sorry, aber was ist das hier? Sind wir hier in einer Kreisklasse oder was? Ja, aber das kann es ja nicht sein. Das ist jetzt das zweite Mal. Hast du gemerkt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nicht durch zwei Leute durch. Was soll denn? Mensch, trau dich doch was. Zurück! Zurück! Raus. Und ab. Justin, wieder mal Justin Sauermilch, ne? Abseits einmal. Der nächste sitzt OSC. Unglaublich. Sauber, so geht's weiter jetzt. Den muss er stellen. Aber nicht mit Sauermilch. Das ist auch ein Faller.
Gesunde norddeutsche Härte, ne? Ja, sorry war es, das ist ja auch keine Frage. Ja, viel zu hoch. Keine Experimente, das ist einfach weg. Sehr gut gesehen. Ah, das läuft jetzt ein bisschen besser hier. Auch wieder unsportlich, in den Ball da vorne hinzuschießen. Mann, echt. Nicht solche Scheißpässe. Muss ein bissiger sein. Was ist denn das? Und was jetzt? Ja, jetzt zweifter Abseits. War das denn Abseits? Ja, schwer zu sehen, kann ich so nicht entscheiden. Wieso liegt er denn da jetzt? Da liegt jetzt der Nächste. Die sind halt falsche Sportarten. Die sind konditionell kaputt. Ja, ne?
erst mal sehen, was das ausmacht. Die konditionelle Arbeit. Aber das sieht jetzt zur 60. schon fertig. Fertig sind das auch. Die laufen halt so, die haben halt eben. Ja, dann muss er vom Platz. Dann. So, wir kriegen jetzt einen Wechsel. Kriegen wir einen Wechsel? Wer kommt rein? Nee, das ist Mehmet. Ach so, Mehmet, okay. Ja, aber wir hatten einen Wechsel. Ein Zweierspiel. In der Pause, ja. Aber das müssen wir noch klären, wie wir das hier noch richtig hinkriegen. Wer ist da rausgekommen? Jane. Jane ist nicht mehr da. Er macht den Tor und Jörn wechselt ihn. Das ist aber auch gut. Sauber, Justin. Gut antizipiert. Sehr, sehr gut. Solche Aktionen sind wichtig. Zu dem Weg der Zeit. Hier kommst du nicht durch. Hier kommst du nicht durch. Ja, das ist so. Das macht mental viel aus. Ganz stark. Sauber, Lennart! Spiel!
da jetzt den Deckel drauf, Mensch. Der Ball war noch gar nicht im Feld. Auf, den muss einer stellen. Das ist lächerlich. Er hat zwar ein bisschen hart nachgesetzt, er kann es vielleicht pfeifen, aber eine gelbe ist das nicht. Thank you.
müssen wir mal nicht gegen wen. Juli, der nimmt auch. Pass mir davor. Mehmet. 75. Spielminute. Wir haben einen Spielerwechsel beim USC. Aus dem Spiel geht die Nummer 10, Mehmet Ari, neu im Spiel Nummer 20, Sebastian Jag. Unglaublich, echt. Mit der Hand. Und dann können wir die Regeln auch weglassen, ja, genau. Und dann sagen wir, machen was wir wollen. Wir spielen Rugby. Komm, wir spielen einfach eine Runde Rugby. Und das wird sofort gepfiffen. Ja. Fällt mir auch kein Kommentar mehr zu ein. Oha, ihr müsst mal eben bitte was notieren. Da ist das Büchlein. Einfach nur rein, raus und dann kommen die einfach in Serie. So, kommen tun. 8, 14, 9. 19 raus. Den haben wir alle. Und der eine hat sich noch nicht. Das ist, achso, wieso, du hattest das schon 3-3. Nee. 16? Ja. Mach ich bei der nächsten Unterbrechung. Das ist die 30, 78. Minute. Die 16 ist noch drin, also ist die 18 raus. Ich kann gleich in der nächsten Unterbrechung. Was ist das hier? Hey, ich mach sofort. Das geht gleich wieder raus. Auf, nein, auf. Die drei gehen raus. Die drei mit Kreuz raus. So, wir haben in der 70. Spielminute einen Dreierwechsel beim KSV Watan. Aus dem Spiel die Nummer 16. Nee, 18. Die 8. Nee, da bin ich noch nicht. Oi Faiso geht aus dem Spiel, die Nummer 18 Ali Omairat, auch aus dem Spiel, und die Nummer 19 Mamadou Sof, neu im Spiel, die Nummer 8 André Mourizan, die Nummer 9 Exos Beyel Fete und die 14 Ahmed Furkan Er. War das korrekt? Nicht ganz, aber okay. Du hast das eine, was ich versucht habe, wieder wegzumachen. Du hast aber den 16er mit vor der Brücke. Banane. Fehler passiert. Ja, ja. Nee, das habt ihr ja gut gesehen. Das ist ja auch schwierig, wenn drei Leute auf einmal. Ja, und vor allen Dingen, wenn die sich nicht umdrehen beim Runden. Ja. Das geht, reiß dich schneller in die Kette ein. Luan und Sidi.
Außerdem sind wir auch keine Statistiker. Das machen andere Leute. Raus. Schon längst in der Position, Junge! Wir schreiben die 82. Spielminute. Das war das 2:0 für den OSC. Torschütze Nummer 20, Sebastian Jack. Ich bin ja auch noch ein Schuss.
18. 18 ist rein. 18 rein und Ringo runter. Julie runter. 18 ist Bennett Bullmann. 14. So, wir haben nochmal einen Spielerwechsel in der 85. Spielminute. Und zwar aus dem Spiel geht beim OSC Justin Kuchinke mit der 11, neu ins Spiel. Aus dem Spiel geht Julian Marginia mit der 14, neu im Spiel mit der Nummer 18, Bennett Bullmann. Thank you.
4 Minuten. Für was denn jetzt schon wieder 4 Minuten? Ja, nee, die 4 Minuten. Ach, das ist trotzdem lächerlich. Das ist das X-te Mal. Das ist kein Spiel hier, was mal normal nach 2-3 Minuten abgeschossen wird. Ich schieße keine 2 Tore denn jetzt schon wieder? Ja, ja. Also das ist ein kleinliches Gepfeife, du. Aber Kopfschüsse, die ja. Und da soll man sich dann nicht drüber aufregen. Sauber! Zahnarzt kommen. Aber oh, der Pass war gut, ey. So, ja. So, pfeif ab jetzt. Ist schon die 4. Ne, die 3. Dann sind es aber 5 Minuten Nachspielzeit. Wir sind schon in der 49. Halbe Stunde noch. Ja, extra Nachspielzeit. Overtime. Ich finde sowas absurd und das ist auch Wettbewerbsverzerrung. Läuft schon die 5. Minute wieder. Das war umgekehrt. Da gibt doch jetzt nicht mehr Elfmeter.